Jo, moin Flo. Also ich sitze jetzt hier gerade vor meinem PC und nehme gerade Video mit einem leckeren Gamer-Energy in der Hand auf. Wann wir den Podcast für UX Gaming UX Uncut aufnehmen, weiß ich noch nicht, je nachdem, wie es dir passt. Denn du, UX Varion, machst ja sicherlich auch noch ein Video. Also übrigens, das ist ganz zufällig jetzt auch in meinem Video drin. Ja, ich trage gerade den neuen UX Gaming-Merch von der Round 2, die jetzt gerade draußen ist auf xus.de/ux-gaming. Ja, also wann du den neuen Podcast aufnehmen möchtest, du hast jetzt ja auch gerade ein neues Mikrofon, also wird der auch hochqualitativ sein. Ja, sag einfach Bescheid, wenn du Zeit hast. Grüße! Falls das mein Cutter gerade mit reingeschnitten hat, also der Cutter bin ich. Nee, nicht wundern, ne? Nicht wundern. Oh Mann, ich bin PlayStation-Spieler und habe richtig Lust auf einen Battle-Royale-Shooter. Aber Fortnite habe ich ja schon deinstalliert. Ah, ein Glück hat Call of Duty ja einen eigenen Spielmodus für Battle-Royale gemacht. Ja, übrigens, Prost 2019 und so. Ja, erstes Video darauf. Ich weiß, eigentlich hatte ich gesagt, als nächstes kommt eine Art Vlog, also so wie ich dann mein Gaming-Setup und sowas upgrade und die Sachen sind auch schon alle da. Allerdings habe ich weniger Zeit, das jetzt aufzunehmen, deswegen kommt jetzt einfach wieder ein Gaming-Video als erstes Video, aber ich hoffe mal, ihr denkt mal, keiner von euch juckt. Ihr seid alle eh froh, dass ein neues Video kommt, sind wir ehrlich. So, und wir spielen jetzt einfach mal den Spielmodus, wo ich nicht fassen kann, dass den wirklich keiner zockt, also mir mit inbegriffen. Mich mit in... Ah, ihr wisst, wie ich meine. Ja, I like that. Ich mache mal ein bisschen lauter. Oh ja, ich brauch den Thrill. Ich meine, in Blackout kann man nämlich so viel machen. Ich meine, man kann seine Charaktere aussuchen. Okay, ich kann jetzt nur eine Frau sein. Aber das ist ja schon mehr als im echten Leben. Da bin ich zum Beispiel keine Frau. Okay, ich hab wirklich keinen Charakter. Ah, doch, ich kann die Spezialisten spielen. Ach ja, dann alles safe. Dann nehmen wir wieder hier mein Wikinger. Yes, mein Wikinger, let's get it. Und ein Warpaint. Irgendwie sieht das da ein bisschen... Hä? Warum? Ah, jetzt! Jetzt! Okay, anscheinend ein Visual Bug. Hat Black Ops 4 aber zum Glück nicht häufig. About fucking time. About fucking time to play Blackout! Es ist Blackout! Tony kriegt ein Blackout! Ja, wir müssen das Cringe-Level ja auch 2019 relativ hochhalten. Ihr seht schon, ich bin Level 2. Ich bin halt immer noch so klassisch Call of Duty-Fanat, dass ich immer noch nur den Multiplayer spiele und immer noch nichts anderes. Das Ding ist, ich bin so ein Call of Duty-Ultra. Ich spiele ja wirklich nur Call of Duty, also ich habe mal eine Overwatch gespielt, ne, ein Video lang. Aber ansonsten spiele ich eigentlich auch in meiner Freizeit und alles nur Call of Duty. Das sage ich ja, das beteuere ich ja eigentlich auch in jedem anderen Video von mir. Aber das Ding ist, man könnte ja meinen, ich spiele auch Singleplayer und Zombies und so eine Scheiße. Nein, ich spiele nur den Multiplayer. Nur den Multiplayer. Oh, Royal ist online. Das, also, dafür schon mal ein Like drauf lassen, Leute. Das Ding ist, ich habe jetzt schon über ein Jahr kein Fortnite mehr gespielt und es hat mich wirklich in den Fingern gejuckt, einfach mal wieder so einen Battle Royale-Modus zu spielen. Und ich weiß nicht, jetzt habe ich das gestern mal angezockt und ich habe mega Bock. Also, es macht wirklich mega Spaß. Aktuell fucken sich ja alle über die Spezialisten mega ab im Multiplayer, aber Leute, spielt einfach Blackout. Das macht so Bock eigentlich, wenn man immer eine Waffe aufhebt. Genau. Sehr geil. Ja. Erster Kill. 2019 startet gut, Leute. Da kommt der nächste. Let's get it. Hä? Der ist doch da reingerannt. Oh Gott. Dieser Motherfucker. Sit rep. Potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised. Ja. Scheiße. Kann sein, dass es laggt, Leute? Okay, Aufnahme gestartet. Everything's cool. Ja, da ich jetzt noch keine Antwort bekommen habe, bin ich jetzt erstmal um 3, 4 erstmal noch kurz weg für eine Stunde. Wenn du danach Zeit hast, so 18 Uhr, gut für mich. Ja. Ja. Ja, 18 Uhr dürfte klappen. Auf eine neue Runde, wir sind immer noch Level 2, das ist ein bisschen traurig, aber auf eine neue Runde. Und ja, ich weiß nicht, also irgendwie machen Battle Royale Shooter ja schon irgendwie Spaß, aber auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie immer dasselbe. Also der Multiplayer von Call of Duty zwar auch, aber das ist was anderes. Ich habe halt keinen Bock, jedes Mal diese Zeit zu haben, wo ich runterspringe, wo ich in dieser Vorbereitungsphase bin und wo ich mir erstmal alles looten soll und dann fucken mich schon irgendwelche Leute ab oder landen halt besser oder kriegen da besseres Loot, was da halt irgendwo random rumliegt. Also ich weiß nicht, also das fuckt mich halt im Battle Royale ab, aber wenn man dann so in dieses Endgame kommt und es dann halt spannend wird, ob man gewinnt oder nicht, das ist dann, dieser Thrill ist geil. Also den verstehe ich schon, warum Leute das feiern so. Alter, geht's hier tief runter. Fuck. Oh, der hatte nur die Dings. Shit. So, jetzt müsste es klappen. Bitte. Ich habe jetzt schon zum 5. Mal die Aufnahme gestartet, aber es laggt noch aktuell irgendwie so ein bisschen. Mein PC kommt nicht damit klar, 2 Programme gleichzeitig zu haben. OBS und die Elgato-Software.
Bitte. Okay, ich habe gerade ein paar Schwierigkeiten mit dem Aufnehmen, aber ich hoffe mal, die sind jetzt gelöst und es laggt nicht mehr in der Facecam. Wenn doch, bitte, bitte tut mir den Gefallen und scheiß drauf, ja? Ihr achtet eh nicht auf die Facecam, seid ihr ehrlich. Wobei, bei meinen Videos weiß man das gar nicht, also Gameplay ist jetzt, also, ne, wissen wir alle. Und Facecam, da ist jetzt eigentlich auch nichts mehr mit rauszuholen, aber irgendwie die Kombi, die Scheiße und Scheiße, das ergibt Plus. Ich werde wirklich Mathematiker. Ey, ich bin jedes Mal verwirrt, weil das ist ja dieselbe Map, die man ja auch Multiplayer spielt, oder nicht? Damn, der Typ sieht krass aus, was denn das? Das Ding ist, eigentlich ist Blackout so geil, also ich meine, das sind halt einfach alle geilen Call of Duty Maps von den Black Ops Teilen zusammengemischt. Also ich meine, das ist eigentlich der Traum für jeden COD-Nerd. Warum sind die alle so schnell? Ich muss mich wirklich reinfuchsen bei Blackout, ohne Scheiß. Also ja, jetzt bin ich schneller, oder? Will da landen und da landen... Oh, die haben ja schon alle ihre Fallschirme ausgepackt. Ich bin am Arsch. Hoffen wir einfach mal, dass da noch keiner drin ist. Ja, hier ist noch keiner drin. So, hier diese Medipacks mitnehmen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie viel ich immer mitnehmen kann. Hier steht das da links, glaube ich. Oder das ist nur die Ammo, Inventory. Okay, kein Plan. Also wie gesagt, das ist eigentlich der perfekte Spielmodus für die Leute, die eigentlich gern Fortnite gespielt haben, beziehungsweise in der Zeit, in der World War II draußen war und so, ne, halt Fortnite gespielt haben, also das so generell feiern mit Battle Royale. Und ich feiere das ja an sich eigentlich auch. Es hat nur halt kein Langzeit-Motivationsding, glaube ich, für mich. Ja, scheiß drauf, was ist das? Armor Plate. Was bringen die denn? Oh, Bowie Knife. Suppressor. Standard Magazine, ja. Oh, Grapple Gun ist, glaube ich, auch gut. Crash Mine. Hm, die können was bringen, ja. Was bringen denn diese Armor Plates? Sind denn die sicher nicht noch mehr Waffen irgendwie? Kann ich hier die Dinge aufmachen? Nee? Okay. Ja, da müssen wir jetzt damit arbeiten. Oh, da ist einer rumgelaufen. Oh boy, den holen wir uns. Den holen wir uns. Scheiße, scheiße, scheiße. Was? Ich hab... Okay, kein Plan, was das jetzt... Ja, never mind. Hier ist einfach die Möglichkeit, wenn ich nicht aus dem Spiel direkt raus quitte, dass ich danach dann einfach respawne praktisch direkt in dem nächsten Game. Das wäre eigentlich perfekt. Okay, Leute. Ich habe die Aufnahme jetzt hier schon locker schon zum 5. Mal angefangen. Langsam bin ich... Pist, es laggt die ganze Zeit. Ich habe einen scheiß neuen PC. Der ist nicht mal ein Jahr alt, oder... Okay, er ist, glaube ich, ein Jahr alt. Aber meine Facecam laggt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob es am neuen Interface liegt, ob das zu krass ist, ob das zu gut ist. Also eigentlich dürfte es nicht zu krass sein. Aber es fuckt mich einfach ab, wenn etwas nicht funktioniert, was irgendwie technisch bzw. digital ist. Weil es gibt so viele Sachen, die man einstellen kann. Und irgendein, es muss nur eine Sache nicht stimmen und alles funktioniert nicht. Die Videos, die ich mache, dürften eigentlich relativ leicht sein. Denkt man wahrscheinlich, wenn man die Videos nur sieht und noch nie selbst ein Video aufgenommen hat. Aber wirklich, Leute, es steckt sehr, sehr, sehr viel Arbeit und vor allem sehr viel Schweiß und vor allem auch sehr viele Tränen in meinen Videos. Jetzt natürlich nicht in jedem, ab und an kommt es auch vor, dass ich einfach nur ein Video aufnehme, es dann schneide und es dann direkt hochgeladen werden kann und das ist aber eher die Ausnahme. Ist jetzt auch egal, wir zelebrieren wieder Call of Duty, so wie sonst auch immer. Lassen wir uns davon nicht ablenken, wir sind nicht mad, wir freuen uns am super coolen Spiel Call of Duty, an dem neuen Merchandise von UX Gaming. Hier, ich trage das Jersey drunter und dann matcht das perfekt mit dem neuen, mit der neuen Jacke. Was lasst du mich denn aus? Wer ist das? Hallo? Na gut, 2019 startet auf jeden Fall gut und ich glaube, wir müssen mal auf Hijack landen, obwohl da bestimmt jetzt alle landen, weil es so nah dran ist, ne? Okay, wir versuchen es. Wir versuchen es, Leute, wir versuchen es. Lande ich gut oder ist das schlecht? Oh ne, das ist eigentlich ganz okay. Oh nein, das ist nicht ganz okay. Doch, doch, doch. Ist ganz okay. Yes, ne Maddox! Geil! Okay, hier hat einer so Stolperminen hingestellt. Es ist so weird, hier einfach lang zu laufen und zu wissen, dass das eigentlich eine Call of Duty Multiplayer Map ist. Oh, man muss ja auch schnell wieder runter hier von dem Ding, ne? Hier irgendwo liegen auch diese Stolperminen, die der Typ verteilt hat. Oh, diese SWAT, die ist nice. Mann, ich weiß nicht mal, welche Waffen ich hier, welche Munition ich hier brauche. Leute, verschwinden wir einfach von dem Schiff hier. Das hat doch keinen Sinn. Na, komm, tau auf. Mein Wikinger. Sehr schön. Aber auch geil, wie das Ding hier so liegt. Und in einer Minute muss ich da vorne sein. Ja, okay, meinetwegen. Denn ich weiß nicht, also ich hatte wirklich Bock auf Fortnite, wie gesagt, auf Battle Royale, aber ich, wisst ihr, als Call of Duty Ultra, da kann man das nicht einfach so machen, wisst ihr, man kann nicht einfach, wenn Black Ops 4 draußen ist, Fortnite spielen, das geht einfach nicht. Wer Call of Duty wirklich liebt, der tut sowas nicht. Und ich hatte Blackout immer so abgespeichert und dachte, naja, ganz okay, aber eigentlich ist der Multiplayer das Hauptaugenmerk von dem Game. Aber das ist nicht so, Blackout kann wirklich unglaublich gut mit Fortnite eigentlich competen. Na gut, jedes Game kann mit Fortnite eigentlich competen. Ich glaube, wir fahren einfach mal los. Ist vielleicht jetzt ein bisschen auffällig, allein hier mit rumzufahren, aber scheiß drauf. Ist ja egal. Da ist dann Buggy. Den nehmen wir gleich und dafür machen wir jetzt nochmal kurz die Musik hier an. Ich fand das so geil beim letzten Video. Ist auch keiner? Oh doch. Die Saug. Ja, nehmen wir mit anstatt die Maddox. Was war denn das? Oh ja. Oh, oh nein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Haben das letzte Mal auch schon Zombies hier lang? Oh, aber hoffentlich springen ja nicht mehr diese komischen anderen Dinger aus dem Black Ops 2. Kennt ihr von Black Ops 2 diese Kohlköpfe oder was das waren, die immer einen angesprungen haben, wenn man da innerhalb dieses komischen Gases war? Also nicht in den Städten war, sondern so außerhalb auf diesen Wegen, die einen immer angesprungen haben und einen so das Gesicht zerkratzt haben. So hat das gerade geklungen und ich hoffe mal nicht, dass die Dinger auch in Blackout sind. So viel Munition wie geht nehmen? Ja, okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Diese MX9, ja, ganz okay. Oh!
Dieser Bastard. Ja, okay, das finde ich ja Blackout nicht so geil. Da kann man sich. Bei Blackout muss man echt aufpassen. Da sieht man die Gegner nicht so schnell wie in Fortnite. Okay, aber 45 Star ist schon, glaube ich, nicht schlecht. Der hoffe ich. Ich glaube, ich mache relativ viele Kills dafür, oder? Bitte. Ja, genau. Der UX Gaming Teamspeak ist ein wundervoller Ort, um sich für einen Podcast zu treffen. Eine der besten Eigenschaften von diesem Teamspeak ist, dass er von Zap gesponsert ist. Ah ja. Das finde ich sehr gut. Mhm. Und ja. Und ja. Das Ding ist, man kann Battle Royale Runden allerdings in meinem Schnittstil jetzt, sag ich mal so, nicht so gut schneiden wie jetzt normale Runden im Multiplayer. Also das ist vielleicht noch ein Nachteil, aber vielleicht macht euch ja trotzdem doch Spaß. Also ich meine, viele Leute, beziehungsweise der kleine Cousin von meiner Freundin hat gefragt, wann ich mal wieder ein Fortnite-Video bringen, und meine Antwort war dann natürlich darauf, nie wieder. Nie wieder, nie wieder, nie wieder, ah! Ja, aber vielleicht erfreut er sich ja auch vielleicht an diesem Blackout-Video. Ist ja auch Battle Royale. Da bin ich jetzt mal ganz wo außen hin und versuche dann relativ, erstmal zu chillen so ein bisschen so. Wollen wir mal nach Turbine? Das sieht ja ziemlich verlassen. Oder Hydro. Hydro Dam. Okay, springen wir raus. Das war eine Black Ops 2 DLC-Map, soweit ich weiß. Ah, das ist doch relativ weit, oder? So, kommt hier noch irgendjemand anders? Nee, sieht nicht so aus. Rein da! Body Armor Level 1. Ich glaube, die Level 3 ist am besten, ne? Ich glaube, dann bist du untötbar ungefähr. Aber die ist ja auch nicht schlecht. Was soll das denn? Was will ich denn damit? Hier wieder Munition. Ich nehme einfach immer jede Munition mit. Ich hoffe mal, das ist in Ordnung für euch. Die ganzen Pro-Blackout-Spieler werden jetzt wahrscheinlich denken, na gut, eigentlich denken, dass ja alle Call of Duty-Spieler bei meinen Videos, aber ja, never mind. So, hier mal wieder auf Toilette gucken. Stock, nicht schlecht, okay. Und hier wieder eine Armor Plate. Das weiß ich noch nicht, wofür das gut ist, aber werden wir schon herausfinden irgendwie. Hier ein Auto, in das man nicht einsteigen kann. Und hier ist relativ verlassen, glaube ich. Wir gehen nochmal da drüben hin. Ah, da hat sich aber gerade auch eine Tür geöffnet. Ah, und ich glaube, der Typ hat mich gesehen. Ist er das? Ja, der hat sich gerade bewegt. Okay, gehen wir darüber. Gehen wir ganz, ganz unauffällig darüber. Oh, okay, da ist einer rein. Scheiße. Ja, der wird ja jetzt erstmal schön looten. Und wir holen hier seine Karre und fahren los. Ja, jetzt geht es. Und ich wollte diese Runde außerhalb landen und habe direkt zwei Feinde vor der Nase. Was soll das denn? Vor der Nase ist halt auch so ein Eimernwort, ne? Na gut, ist ja kein Wort. Habe ich ihr Leben verloren? Was soll denn das? Oh. Ist doch gerade noch ein Gegner lang gelaufen. Ja. Okay, schade. Inventory full. Eine Molotow nehmen wir aber mit. Oder können wir noch eine zweite Waffe, eine dritte Waffe? Erstmal das Medkit, das große. Sind wir noch in der Zone? Oh ja, perfekt. Okay, gucken wir mal nach oben. Sieht gar nicht mal so schlecht aus gerade für uns. Und die Armor Plate, auch nicht schlecht. Ah, ich glaube, das ist denn jeweils, baut sich ja immer hier ab. Und ich glaube, pro Armor Plate kriegst du den einen dazu. Okay. Ja, Leute, für euch alle, die jetzt schon Blackout, so Profis und so, die wird es jetzt alles sehr unspannend sein, wie ich jetzt hier rumlaufe und nichts check. Vielleicht doch ganz unterhaltsam. Brawler, ja. Eine Saug, wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Wäre, glaube ich, besser als die hier. Aber jetzt habe ich hier die schon so gut ausgerüstet. Oh, was ist das? Oh nein. Kann ich das wieder aufheben, bitte? Okay, gut. Aber ein Trophy-System brauche ich eigentlich gar nicht. Oh nein, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ja, never mind. Sehr geil. Sehr geil. Es gibt bestimmt alles, auch alles hier. Schön Munition. Alter, ich nehme einfach alles mit, was es hier gibt. Ohne Scheiß. Das mag ich immer in Battle Royale spielen. Also auf der einen Seite mag ich keinen Looten, aber auf der anderen Seite loot ich schon gern. Wieso kann ich die Armor Plate nicht nehmen? Ist das nichts mit? Achso, nee, doch nicht. Okay. Split. Ah, okay. Das dauert also, bis ich meine. Okay. Perfekt. Okay, ich check's, Leute. Ich check's. Keine Sorge. Das Ding gewinne ich. Das Ding ist eigentlich so gut wie on. Also hier auf der unteren Ebene fühle ich mich nicht so wohl wie oben. Wir könnten hier überall lungern. Wirklich überall. Ich meine, ich lungere ja auch. Ah, da war doch einer. Nee, war doch keiner. Das ist jetzt schon so ein bisschen dieser Thrill, den ich brauche hier bei Battle Royale. Also das macht schon Bock. War das ein Hase oder war das ein richtiger Mensch? Ah, genau. Und wenn ich jetzt hier einen auf freiem Feld anschieße, kann der sich nicht hochbauen. Sehr geil. Das ist mein Spiel, Leute. Das ist mein Spiel. Das habe ich jetzt gerade erst gecheckt. Geil. Das Ding ist, ganz viele Leute in Amerika streamen ja wirklich auch Blackout und feiern das auch mega. Also auch PC-Spieler und alles. Aber in Deutschland weiß ich noch nicht. Da ist es jetzt noch nicht so richtig angekommen. Also ich habe gesehen, dass Hand of Blood das mal gespielt hat und Ranzrad und so. Aber die wurden auch alle dafür bezahlt, glaube ich. Also am Anfang, als die Beta zum Beispiel noch draußen war. Danach weiß ich es nicht mehr. Aber auf jeden Fall haben sie es gespielt, als sie dafür bezahlt wurden. Also, naja, ist ja schon mal was. Aber so einen richtig großen Blackout-Streamer oder so, oder dass jemand mal ein Turnier macht oder so, wie bei Fortnite, das gab es bisher, glaube ich, noch nicht. Ich glaube aber auch, dass die ganzen Fortnite-YouTuber auch alle so ein bisschen Angst haben, dass die ihre Community verlieren können, wenn sie halt ein komplett anderes Spiel auf einmal bringen. Weil die ganzen Fortnite-Kids, die halt wirklich sehr, sehr jung sein können, wenn die das halt eh feiern, halt Fortnite, dann wollen die kein anderes Spiel sehen. Und es reicht nicht eins, wo Mama sagen könnte, ah, das ist aber ab 18, das darfst du jetzt nicht spielen. Ja, so wie bei mir früher. Aber als ich klein war, da gab es eben noch kein Fortnite. Also insofern musste man eine Call of Duty spielen. Wir hatten ja nichts. Die betteln sich da alle weiter vorn. Soll ich da auch mal hingehen? Ich traue mich nicht so richtig. Oh, okay. Ich muss eh fahren. Wo habe ich denn nochmal geparkt? Wisst ihr noch, wo ich geparkt habe? Ich weiß es nicht mehr.
Das ist irgendwie weird, die Leute. Oh, die liefern sich ein Rennen. Fast and Furious. Mich bemerkt hier keiner im Wasser. Und meine Tochter bitte ich am Arsch. Ich sehe halt immer, wie unsere Competitive-Spieler Blackout spielen, beziehungsweise auch so Wagers und so eine Scheiße. Und dann denke ich immer, oh, das könnte ich eigentlich auch mal anfangen zu zocken. Deswegen, ja, deswegen jetzt dieses Video eigentlich auch nur richtig. Ah, hier komme ich hoch, sehr geil. Also, falls ihr in diesem Video keinen Win hinbekommt, dann werde ich mir wahrscheinlich mal Felix und so schnappen. Und vielleicht können die mich ja mal zu einem Win carryen. Das wäre ja sehr gut. Trauma-Kit ist, glaube ich, ein fettes Dings, ne? Oh Gott, hier ist irgendwas explodiert. Oh, hier ist schon die Zone. Die nächste ist ja auch direkt hier in der Nähe. Ist das ein Gegner? Ja, scheiße. Der weiß, dass ich hier bin. Der hat geluschert. Der glaubt aber nicht, dass ich hier bleibe. Sitrep, Circle Collapse imminent. Get to safety. Oh, bitte mach, dass er nicht auch weggelaufen ist. Nein. Okay, jetzt kommt er, jetzt läuft er. Let's go, let's go. Das macht mir doch Spaß. Und die Kamera laggt schon wieder. Was soll das? Supply drop incoming. Oh, sehr geil. Und hier bin ich sogar in der nächsten Zone. Oh, was ist das? Hä? Leute, ich bin einfach der Beste. Ganz ehrlich, ich bin einfach der Beste. Oh, ich war dumm, das war dumm. Oh, ich war so dumm. Ganz ehrlich, ich bin einfach der Beste. Sechster. Scheiße. Hey, der Typ hat uns getötet. Wie viele sind noch am Leben? Steht das hier irgendwo? Vier am Leben. Ja. Warum zoomt er nicht wieder rein, hä? Da hat er sich... Oh, links ist noch einer. Mann, wie konnte der mich denn bitte holen? Nein, komm. Nee, komm, geh weg. Was mich auch abfuckt im Black Ops 4, dass man nicht einfach so quitten kann. Es fuckt mich so ab. Ich konnte in MW3 innerhalb von 0,25 Sekunden quitten. Also ich hatte wirklich diesen Automatismus in meiner Hand-Augen-Koordination drin. Ich wurde von der MP7 mit Attentäter getötet und ich konnte Start runter, also beziehungsweise einmal hoch, dann ist man wieder ganz unten. Aufdrücken, sind sie sicher, dass sie verlassen wollen? Nochmal hochdrücken, X drücken, back. Das konnte ich innerhalb von 0,25 Sekunden. Ich schwöre es euch, ich bin der schnellste Quitter Deutschland. Wenn das ein Titel ist. Wirklich, ich war der Boss im Quitten. Und jetzt fuckt es mich so ab, dass ich da erstmal gedrückt halten muss und erstmal, also wie man auch raufkommt auf das Quitten, das, also es ist jetzt sehr, sehr nerdy, aber es ist wichtig für mich. Übrigens, ja, ich spiele mit einem schwarzen Controller, den habe ich mir von meinem kleinen Bruder ausgeliehen, der hat nämlich auch eine PS4 und wir waren ja über Weihnachten da und übrigens, Johann, ich habe mir deinen Controller ausgeliehen. Der war in meinem Zimmer und ich habe gedacht, ich leih ihn mir aus. Ich wollte dich wirklich fragen, aber dann habe ich es doch nicht gemacht. Aber dann hatte ich den Controller schon mitgenommen und ja, jetzt habe ich ihn hier. Normalerweise spiele ich ja mal mit diesem weißen Controller hier von Antonia. Allerdings, nun ja, wie erzähle ich das? Also ich habe hier im Sommer Melone gegessen und gezockt gleichzeitig. Also das Ding ist, ich esse die halt immer, also ich schneide die nicht klein, sondern ich mach die halt immer in einer Hälfte durch und dann löffel ich die so aus, sage ich mal. Und als ich die halt so ausgelöffelt habe, ist halt ein Stück von dem Essen, was ich eigentlich löffeln wollte, rausgerutscht aus dem Löffel. Und es ist halt in diese Vierecks-Taste reingefallen und seitdem kann ich die halt nicht mehr richtig drücken. Ja. Hier ist doch einer. Da ist doch einer. Er ist wie ein Wisch. Komm hinterher. Der hat keine Waffe. Der ist mir ausgeliefert. Wo bist du, Pisser? Der ist bestimmt links lang gelaufen. Und ich laufe rechts lang. Was mache ich denn überhaupt? Oh, das war nicht perfekt gefahren, aber dafür, ja, dafür gefahren. Was bringen denn Pokerchips? Hä? Das hier ist aber keine Call of Duty Map, ne? Ich habe am Anfang gedacht, das ist hart, aber ja, macht ja eigentlich wenig Sinn. Ich hätte gerne das Visier, was ich jetzt auf meiner Waffe habe, auf dieser Zweitwaffe, auf dieser hier drauf. Versuchen wir es mal. Nein, nicht droppen. So? Ja, perfekt. So wollte ich es haben. Drop. Drop. Mann, ich bin auch manchmal einfach dumm. Manchmal. Dieser Bastard, wie hat er das denn gemacht? Er hatte eine zweite... Ne, okay, die MX9, weiß ich nicht, ist besser. Aber ich habe doch getroffen. Ich gewinne noch. Ich gewinne noch. Vielleicht nicht in diesem Video. Okay, Leute, übrigens wollte ich noch mal ein kleines Wörtchen über das Interface, was ich jetzt gerade benutze. Ich hoffe mal, dass man es hört. Das klingt halt ein bisschen besser. Also ich muss halt nichts nachbearbeiten. So wie es jetzt gerade klingt, klingt es halt wirklich. Also es ist nicht mit Order City nachbearbeitet, so gesehen. Und das war mir halt wichtig. Und ich habe mir das vor allem vor Streaming geholt. Ich weiß, ich habe bisher noch nicht so viel gestreamt, obwohl es sich natürlich immer lohnt, twitch.tv/zjalaisen zu folgen. Aber ich habe bisher noch nicht so viel gestreamt, wie ich es eigentlich machen würde. Oh, das ist ja geil mit dem Zoom. Das feiere ich. Das feiere ich. Sehr geil. Landen wir mal ein Array. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das ist, was für eine Map das war, aber machen wir. Oder Nuketown. Auch geil, aber damit müssen wir weit fahren, ne? Egal. Komm, bringen wir mal weit raus. Das ist das Nuketown Island, ne? Oh, der ist ja schon so weit unten. Ich würde wirklich sehr gern mehr streamen. Aber bisher haben mir meine eigenen Streams halt noch nicht so gut gefallen, weil ich halt die Soundqualität noch nicht so perfekt hatte. Beziehungsweise, es hat halt so normal geklungen, beziehungsweise einfach nicht so ansprechend, finde ich. Und jetzt hier mit diesem Interface klingt das halt automatisch besser, sag ich mal. Also, man hat ja halt so eine Software mitgeliefert bekommen und da kann ich halt unglaublich viel einstellen. Ich kann theoretisch sogar im Stream
Gitarre spielen. Ich meine, wie geil ist das bitte, wenn ich einfach hier einmal eine Runde Blackout gewinne und danach hier AC/DC rumhaller? Rumhallern ist, glaube ich, auch gar kein Wort, ehrlich gesagt. Aber ihr wisst, denke ich mal, wie ich das meine. Cluster Grenade Grapple Gun ist, glaube ich, gut. Alter, hier ist ja alles drauf. Nehmen wir mal den Sniper Scope mit. Falls wir einen Sniper finden, wäre das ja schon nicht schlecht. Ich weiß zwar nicht, wo die Dinger rumliegen, aber theoretisch wäre es nicht schlecht. Wohin kommen denn die Supply Drops? Weiß nicht. Also ich glaube, anstatt mit diesem fetten Truck dazu, ich glaube, das Ding macht auch nur einen Squad Sinn. Aber Solos ist das, glaube ich, einfach nur ein zu großer Aufmerksamkeitsmagnet. So wie die schicken neuen Sachen von Xus.de. UX Gaming. Ah, Array ist, glaube ich, dieses... Jetzt erinnere ich mich, nachdem ich jetzt hier dieses... Wartet? Ja. Ja, das ist das... Nee, das ist nicht das, was ich denke. Aber es sieht nicht aus wie Array. Das, da kommt man doch noch rein bei Black Ops. Das ist es, genau, das ist Array. Ja. Also ist doch Array. Oh, hier kommt ein Gegner. Oh, das war so dumm. Das war so dumm, OX Charlie. Warum machst du das? Geil, der fährt weiter. Lässt sich gar nicht beirren. Oder, oh, hier kommt die Zone. Oh, natürlich fährt er weiter. Wäre ja auch dumm. Oh. Das schaffe ich nicht. Hallo, hier ist eine Karre, bitte irgendwo. Also wird hier jetzt noch irgendwo ein Auto stehen, würde ich das wirklich befürworten. Ja, aber mit den ganzen Sachen, die ich hier noch habe. Ja, damit kommen wir ja erstmal locker durch. Okay, wenn ich dann ankomme, wird dann wahrscheinlich auch schon fast in die nächste Zone wieder los sein. Ist jetzt nicht irgendwo mal eine Karre, die ich nehmen kann? Irgendwo, Freunde, Verwandte, Zuschauer dieses Videos. Nix. Können wir eigentlich direkt alles nehmen. Hoffentlich ist da in dieser Farm keiner drin. So, perfekt. Oh, so ein dickes Ding reinhauen. Ah, perfekt. Ah ja, das tut doch gut. Nein. Das hat er nicht gewagt, das hat er nicht gewagt. Das war's, keine Dings. In 11 Sekunden geht die Zone schon wieder los. Ist nichts zum Heilen, oder? Doch, heil. Okay, hoffentlich ist sie nicht zu weit entfernt. Doch, ist sie. Brauche ich die Karre wieder? Hier war doch gerade eben noch eine, oder? Oh, ein Glück konnte ich darüber. Aber das wollte ich nur mal... Nein. Wer hat das jetzt gerade reingeworfen hier? Ich bin am Arsch. Aber es hat Spaß gemacht irgendwie. Ich weiß nicht, es hat Spaß gemacht. Wenn ihr auch mehr Blackout... Oh, da wird Albert Einstein zitiert. So long as there are men, there will be war. Ja, das stimmt wohl irgendwie. Mit diesem tiefen Zitat beenden wir das ganze Video jetzt auch einfach mal. Klatsch nochmal in die Hände hier. Sehr gut gemacht, OX Charlie. Sehr gut gemacht, OX Charlie. Leider kann man auf YouTube nicht klatschen, sondern man muss einen Daumen nach oben geben, wenn man dem YouTube-Creator zeigen möchte, dass einem das Video gefallen hat. Leute, ihr könnt das Video nicht einfach nur angucken und dann wieder wegklicken. Das macht man einfach nicht, Leute. Das ist unhöflich. Wenn euch das Video, wenn ihr das Video jetzt noch seht, Leute, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Das bedeutet mir sehr viel, wenn Leute den Daumen nach oben geben und ich Likes auf Videos habe und ich sehe, dass den Leuten das gefällt, wisst ihr? Ansonsten brauche ich nicht weitermachen. As long as there are likes, there will be videos. In dem Sinne... Spielt mir Blackout. Danke.